Im Folgenden stelle ich Ihnen ein paar mathematische Vokabeln vor. Im Studium lernen Sie die noch genauer kennen und natürlich noch viele mehr. Wir beginnen mit logischen Verknüpfungen. Zwischen zwei Aussagen kann ein Folgepfeil stehen. Das liest sich als daraus folgt. Ein Dach bedeutet ein und ein Dach auf dem Kopf bedeutet oder. Können wir mal so Aussagen mit diesen logischen Verknüpfungen bilden. Wir schauen uns an, x größer gleich 0 und x² gleich 4. Daraus folgt x gleich 2. Das ist eine verlässliche Aussage. Und wenn wir beispielsweise x größer gleich 0 auf der linken Seite und das Oderzeichen weglassen, dann können wir bilden x² gleich 4. Daraus folgt x gleich 2 oder x gleich minus 2. Das ist auch wieder eine verlässliche Aussage. Gut. Wir kommen zu Zahlenbereichen. Wir beginnen klassisch mit den natürlichen Zahlen, die bei 0 beginnen. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die ganzen Zahlen beinhalten die natürlichen Zahlen und deren Negative, also 0, 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 und so weiter. Und dann kommen wir auch schon zu Indizes. Stellen Sie sich vor, Sie wollen die Folge bilden 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und so weiter. Das können Sie effektiver schreiben, nämlich ak gleich 2 hoch k für k eine natürliche Zahl. Dann haben wir hier a0 ist also die 2 hoch 0, 2 hoch 1 ist a1, 2 hoch 2 ist a2, das ist a3 und 2 hoch 4 ist a4 und so weiter. Und durch Indizes können wir auch Summen abkürzen. Im Folgenden wollen wir die Summe a2, a3 plus a4 plus a5 bilden. 5. Das können wir effizient schreiben als ein großes Sigma. Unten steht eine Grenze, k gleich 2, die kleine Grenze, oben die 5. Und dann, das bedeutet, wir summieren ak mit k von 2 bis 5, läuft durch die natürlichen Zahlen. Wir müssen das nicht k nennen, wir können den Index beispielsweise auch l nennen, das spielt keine Rolle. Es geht nur um die Grenzen, die laufen nämlich von 2 bis 5, also a2 plus a3 plus a4 plus a5. Und wir können auch beispielsweise außen die Grenzen, sagen wir mal, um 2 erhöhen, beide. Dann müssen wir einfach innen den Index um 2 erniedrigen. Dann laufen wir wieder von a2 bis a5. Und das sind sicherlich effiziente Schreibweisen. Wir können das Ganze auch mit Produkten machen. a2 mal a3 mal a4 mal a5. Die effiziente Schreibweise dafür ist ein großes Pi. K läuft von 2 bis 5 ak. Das bedeutet das Produkt der aks mit k von 2 bis 5. Wieder können wir das auch mit einem anderen Index schreiben. Nennen wir den wegen mir diesmal n gleich 2 bis 5 an. Bedeutet genau das gleiche
Und wieder können wir den Index verschieben. Sagen wir jetzt mal, wir fangen bei 1 an, dann müssen wir oben 4 schreiben und dann haben wir a n plus 1. Wenn wir außen verringern, müssen wir innen erhöhen, um das zu kompensieren. Und das sind jeweils effizientere Schreibweisen, als wenn wir die Summen ausschreiben oder die Produkte ausschreiben. Stellen Sie sich vor, die obere Grenze ist richtig, richtig groß, dann können Sie die Zahlen nicht per Hand alle explizit ausschreiben. Okay, ja, das soll es schon gewesen sein als kleinen Vorgeschmack und Sie werden im Studium noch viele, viele weitere Vokabeln lernen können.